Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der NF-Marsch. Ich danke allen Zuschauern fürs fleißige Reinschalten und Zugucken, fürs Abonnieren und fürs Liken. Ja, wir machen heute weiter Hopfenernte und wir sehen aktuell Weizen auf Feld Nr. 44 aus. Das ist die Aussaat jetzt im Herbst, damit im Frühjahr das schon mal fertig ist. Kann man machen. Muss man nicht, also so, du, das geht so nicht, komm da nicht hinterher, dafür ist keine Zeit, da muss ich mal gucken, da muss ich mal ganz kurz entlassen, und abladen aktiviert, das ist wichtig. Ich will ja den LKW stehen lassen. Also ist ja was geworden, das ist ein erster Wegpunkt. Gut, er kann er fahren, bis er voll ist. Und wir laufen mal weg zum LKW und dann haben wir, ist er auch voll. Und dann wird er stehen. Im Normalfall, wenn wir nur hier fahren müssten, dann wäre kein Thema, dann wäre es egal, aber so möchte ich ja nebenbei noch Mais fahren, ne? So, da sind wir. Hier kann er sogar den zweiten Anhänger nehmen, weil er gerade ausfährt. Er soll doch stehen bleiben. So. Ist ja schon mal eine andere Textur. Gut, jetzt geht das los. Silage. Silage. Ich mache das Häcksel gut. Wir kommen jetzt zu nix. Blocking Kopfen. Achso, weil er stehen bleiben muss, okay. Ja, das müsst unterscheiden zwischen Blocking, weil er jetzt weil er steht oder weil er Probleme hat. Hatten wir gerade Unterbrecher gehabt mit Ton und Musik? Kann sein. Gibt es keine Erklärung für. Dann bin ich ganz kurz geflackert hier bei mir und das. Ja. Keine Ahnung, wann liegt. So. Man weiß es nicht. Technik halt, ne? Könnte ein Player liegen, eine Aufnahme, keine Ahnung. Wir machen ja mal sehen, dass wir jetzt das Feld runter bekommen, die Frucht, ne? Und dann können wir hier auch bald pflügen. Und dann könnte man hier theoretisch na, auch praktisch Raps ansehen. Da kommt mir hinterher. Ich muss Gas geben. Aber war zu schnell. Temperatur? Na. Ein Blick drauf, ne? Wenn es zu heiß wird hier. Aber aus dem grünen Bereich. Hm. 4%, 6% wird hier fehlen. Mann. Wo er das kriegt, sieht, ich da bin.
Ist denn, dann geht los. Gas geben. Ja, Weizen läuft, das geht, gut. Wird nicht schnell, aber gut, was soll's. Das muss er eingestellt haben für auf Wunsch schon von den Kollegen da. Man sollte immer das so realistisch so nah wie möglich spielen. Oh, wird knapp. Kommen kaum durch. Jetzt müssen wir mal einmal ganz kurz verdichten und verteilen. Verteilen vor allen Dingen. Sonst kommen wir nicht rüber nächstes Mal. Da will man in der Mitte eine schöne Bahn ziehen mit einem großen Traktor und dann geht das schon. Dann wird verdichten. Das ist an sich ein schwerer Traktor hier. Sollte gut funktionieren. Und vorne halt. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich so gepackt habe. Ich weiß es gar nicht. So. Bin ich eingestiegen und ist halt abgesackt, ne? So schwer bin ich. So. So. B. Er dreht sich. Der nächste. Der nächste war nicht, da war V. Auch nicht. Ah, das war der Traktor an, achso. V, tiefer, ja. Dann den nächsten aktivieren. Weil es ist nur einer aktiviert, ein anderer nicht aktiviert. Dann müssen wir auf das nächste Rad gehen und auf das übernächste Rad. Das ist Rad, das ist so eine Art Verteiler, ne? Mal schauen, wie er rüberbrettert, ne? Das ist an sich ein starker Traktor, großer an sich. Wir müssen mal halt ein bisschen verteilen und verdichten übrigens, ne? In erster Linie machen wir einmal verteilen, so dass wir hier rüberfahren können mit unseren TÜV. Gut, die breiten Reifen kann er besonders gut verdichten, schätze ich mal. Langsamer fahren, dass er ein bisschen verteilen kann, ne? Oder schön alles runter, beziehungsweise in die Breite. Wieder zurück. Das machen wir ja leichter mit einem anderen Traktor rüberfahren. Dann können wir in der Mitte rüberfahren, wenn gut ist, ne? Wir müssen mehr links fahren, weil rechts ist, vermute ich mal, ist nicht sauber. Weiß ja noch nicht genau. Das sieht nur so aus. Werde ich dann spätestens erfahren, wenn man ins Lied ist, ne? Aber der Verteiler ist gut. Gefällt mir. Schiebeschild funktioniert nicht, das muss man zusagen. Ne?
Dann müssen wir von rechts rüberholen zur Mitte. In der Hoffnung, dass wir dann möglichst wenig Verluste erleiden. Ne? Kann er ja rüber schieben. So. Das war eigentlich noch ein Traktor gewesen, wo wir sagen können, mit dem können wir flügen, ne? Ah, gut, aber hier müssen wir das nicht einlassen für Silo verdichten, beziehungsweise verteilen, ne? Muss man irgendwie eine Reihe kriegen, dass er von da wegschieben könnte, aber das kann er nicht. Muss man höchstens, ja, lassen. So sieht ganz gut aus. In der Mitte schieben, dann ist es da am rechts wenig ist, ne? Und fahren Mitte zurück. Also vier haben wir gleich runtergeholt bis jetzt, ne? Ja. Haben schon Türen mehr gehabt. Gut, das war auch ein Feld mit 38 Hektar und das war ein Feld von knapp 10. Das ist schon oder seht ihr was? Die Silowand geht durch. Normalerweise darf das überhaupt nicht durchgehen. Muss ich mal anschreiben. So in Folge erst nächste Woche. Na, muss er sich mal angucken. Also normalerweise sollte jetzt da keine Silage auftauchen, Hexe gut auftauchen. Also nicht so schön. Und da sind die Reifen, da ist man ungünstig. Kriege ich auch nicht so schwer weg. Muss ich mal die Folge nehmen und zusenden. Na gut, das ist. Warum das so ist, keine Ahnung. Nicht gut. So, der nächste ist voll. Hopfen. Die Aussaat läuft. So, was machen wir da? Problem, ne? Müssen wir wieder reinbringen. Ja, im Ladewagen reinschieben. Einheben. Also ist die Silowand nicht dicht. In Anführungszeichen. Das ist jetzt Folge Nummer. Also die Nummer weiß ich nicht jetzt im Kopf, aber ich weiß nur, dass ich die Folge ist am Samstag. Muss das sein? Einen schönen Samstag, wenn es alles stimmt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ja, Samstag. Samstag die zweite Folge. Aber die Nummer weiß ich jetzt nicht im Kopf, das ist jetzt irgendwas weit weg. Und der kann weiterarbeiten und wir gehen bei und machen Mais. Ja. Ist halt so, ne? Der andere macht noch Geräusche. Aber das glaube ich war dann in Thüringen auch so. Ja, das ist aber jetzt. Ja, gut. Wenn man sehen, wie das zudeckt, ob das alles weggeht. Ja, schauen wir mal, ne? Ich werde nicht vergessen, welchen dazu senden, die Folge.
beziehungsweise per Mail. Das geht auch nicht. Bei mir geht's auch nicht. Das werde ich mal per Mail. Ja, Mail, da hat keine Zeit für. Ja, ja. Ja, gut. Irgendwie, mal sehen. Dezent darauf hinweisen, ohne dass man als Schleifwerbung nachgesagt wird. Denn das will ich auch nicht haben, dass man sagt, hier nochmal Schleifwerbung hier. Das will ich auch nicht. Muss ich nicht haben. Ich möchte mein eigenes Publikum aufbauen. Ne, danke für alle, die mir bisher reingeschaut haben und abonniert haben, geliked haben. Das ist immer ein schöne Geste, sag ich mal so. Ne? Man freut sich drüber. Ich meine, die Arbeit mache ich mir so oder so ein Spiel. Veröffentlichen, gut das veröffentlichen und das entsprechend bearbeiten. Das kostet ein bisschen Zeit, das fordert mich heraus, sag mal so, das macht mir Spaß. Und so hat das ein bisschen Sinn. Sonst hätte ich für manche Karte früher oder später aufgehört. Ich sage auch egal, ich muss wieder vorne an oder woanders. Ne? Und so habe ich jetzt schon fast über ein Jahr die Marschen, seitdem die Marsch gibt im Prinzip. Ne? Angefangen mit der Einfach und jetzt bei der Vierfach. Brückenbau wird in diesem Ingame-Jahr nichts, das weiß ich jetzt schon, weil das Geld einfach fehlt. Und dann werden die Brauereien erläuft als Produktion und im Winter werden wir noch ein bisschen Dings verkaufen, unsere Pellets, und dann werden wir sehen, ein bisschen Geld kriegen und dann können wir die Brauerei aufbauen und drumherum. Und dann schauen wir weiter, was wir noch alles machen können, um Geld zu verdienen. Ein bisschen mehr. Und dann Brücke auch in Angriff genommen. Ne? So, die Show, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Dann sage ich hier mal Tschüss und winke. Ciao, ciao. Bis so. Morgen geht's weiter. Ne? Wer möchte, kann gerne mal reinschauen. Tschüss. Und ich danke dafür.